Stecken Melissa D'Amelia und Leander Sacher mitten in einer schweren Krise? Bei Die Bachelorette findet das Paar zueinander und auch nach der letzten Rose scheint das Liebesglück perfekt. Mit überschwänglichen Pärchenpostings und Liebeserklärungen im Netz halten sich die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und ihr Freund zwar zurück, ein paar süße Beiträge finden die Fans auf Social Media aber doch. Umso überraschender, als die Aufnahmen zu zweit Anfang der Woche plötzlich spurlos von den Kanälen der einstigen Turteltauben verschwinden. Die Eindrücke aus dem Liebesurlaub in Paris, Melissas rührender Geburtstagspost für Leander, davon fehlt jede Spur. Zudem folgen sich die Influencerin und der Unternehmer nicht mehr. In der jeweiligen Abonnentenliste suchen die Fans vergeblich nach den Usernamen der beiden Partner. Die Community zählt eins und eins zusammen und vermutet, zwischen der 26-Jährigen und dem gebürtigen Aachener ist alles aus. Am Dienstagnachmittag meldet sich Melissa erstmals zu Wort, geht auf die Gerüchte aber nur indirekt ein. Sie appelliert an ihre Follower, keinen Hass zu verbreiten. Ich hoffe einfach, dass unter meiner Community keine Leute sind, die so über Menschen urteilen, die sie nicht kennen. Für mich ist es tatsächlich verletzend, sowas zu lesen. Und ich weiß auch, dass meine Familie und meine Freunde immer sagen, hör auf, dir das durchzulesen, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Aber man macht es trotzdem, man sieht es trotzdem. Und ich bin auch immer noch ein Mensch, den sowas sehr verletzt, der sich sowas zu Herzen nimmt. Eine Trennung bestätigt die Beauty-Dame zwar nicht, allerdings scheint es ihr nicht besonders gut zu gehen. Melissa wirkt ziemlich niedergeschlagen, scheint kurz vor dem Video noch zu weinen und stockt immer wieder zwischen den Sätzen, um sich zu sammeln. Am Dienstagabend meldet sich das Reality-TV-Sternchen erneut zu Wort, dieses Mal aber schriftlich. Wir brauchen Zeit. So ist das Leben. Wir können es nicht planen. Wir lernen, wir sind verletzt, wir lieben, wir weinen, wir lachen und das alles immer und immer wieder. Und das nicht nur als Person, die in der Öffentlichkeit steht oder als Paar, welches sich über ein Format kennengelernt hat, wir alle. Wir brauchen Zeit. Bedeutet das etwa, es gibt noch Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback? Offenbar schließt das Duo noch nicht komplett mit seiner Beziehung ab und möchte an seinen Problemen arbeiten. Auch Leander teilt zeitgleich ein paar Worte in seiner Story mit ähnlichem Content. Wir brauchen etwas Zeit für uns. Was beiden wichtig ist, ihre Fans sollen keine voreiligen Schlüsse ziehen und nicht gegen einen der beiden schießen. Mir ist es wichtig, dass an uns beide keine Hassnachrichten verfasst werden. Dafür gibt es nämlich keinen Grund. Melissa bittet ihre Community zudem: Akzeptiert, kommuniziert und respektiert euch. Egal, was zwischen Melissa und Leander also kürzlich passiert. Die zwei sind sich zumindest einig, dass Aufgeben zum jetzigen Zeitpunkt keine Option ist.